Hey Leute, ich versuche das Video hier vor Halloween rauszubringen. Wahrscheinlich gelingt es mir nicht und es ist nach Halloween. Und ich hasse mein miserables Dasein, aber dennoch, willkommen zu einem neuen Video. In den letzten Monaten haben wir uns ziemliche Kackspiele angeschaut. Da dachte ich mir, dass wir uns mal was anschauen, was ich ganz gut in Erinnerung habe. Und hey, ich habe Rayman als Kind sehr gern gespielt. Also, was könnte schief gehen? Immer wenn ich das sage, geht irgendwas schief. Rayman. Dieser arm- und beinlose Gentleman gehört zu den Ikonen der PS1-Ära. Neben Crash Bandicoot und Oddworld gehört Rayman sogar zu einem der Plattformer, die ich früher als Kind gespielt habe. Rayman hat schon einen Haufen Spiele rausgehauen und damit meine ich wirklich viele. Und neben guten Spielen wie Rayman 3 und Rayman Legends gab es auch ein paar Spiele, die nicht so gut waren. Es braucht einen gewissen Dummheitsgrad, um sich so einen Dreck einfallen zu lassen. Aber die Leute haben es gefeiert. Ja, wirklich. Und wenn ich schon dabei bin, reden wir doch mal kurz über die Rabbids. Diese Ausgeburten der Hölle haben Rayman praktisch nur als Sprungbrett benutzt. Ähnlich wie bei Spyro mit Skylanders. Die haben sogar ihren eigenen Cartoon bekommen. Ja, es war ziemlich inhaltslos und ganz klar für Kinder gemacht. Ich kapiere echt nicht, was an denen so toll war. Alter, ich schweif total ab. Worum ging's nochmal? Oh ja, stimmt. Rayman 1. Rayman 1 kam am 1. September 1995 für die PS1 raus. Und Fans wie auch Kritiker haben sich einfach drüber gestürzt. Alle haben es geliebt. Auch wenn die meisten nicht zur dritten Welt gekommen sind, weil es so verdammt schwer war. Und ja, ich war einer davon. Das Spiel wurde von Ludimedia entwickelt, die mittlerweile Ubisoft irgendwas heißen, keine Ahnung. Dem Machen von Beyond Good and Evil und Assassin's Creed Unity. Dem absolut bugfreiesten Spiel aller Zeiten. Naja, jetzt funktioniert's, also kann man da auch nicht viel sagen. Aber ich muss sagen, das Studio entwickelt bis heute noch Rayman-Spiele und das hat mich echt fasziniert. Die sind jetzt schon 21 Jahre mit ihm beschäftigt und die Franchise ist gerade mit Rayman Legends ziemlich beliebt. Und das freut mich für so eine alte Spielereihe, aber ich schweife ab. Der allererste Rayman-Teil wurde ursprünglich für die Atari Jaguar entwickelt. Es kam aber so ziemlich zeitgleich auf der PS1 raus. Die Version werden wir uns auch anschauen, denn das ist die einzige Version, die ich habe. Und seien wir mal ehrlich, ich bin ein PlayStation-Fanboy. Eine Sache, die ich noch gerne erwähnen möchte, ist, dass die Rückseite der Box nur davon redet, wie geil die PS1 ist im Vergleich zu anderen Konsolen. In 6 Sprachen. Nicht mal ein Wort wird über das Spiel verloren. Die wollten wohl der ganzen Welt mitteilen, wie geil die PS1 ist. Und außerdem sieht dieser Moskito ziemlich derpy aus. Machen wir weiter. Diesmal haben wir einen Erzähler, der uns die Story erklärt. Aber da der Clip zu lang ist, fasse ich jetzt für euch kurz zusammen. Die Katze fängt mit dem Erzähler an, der uns sagt, dass die Welt voll super ist. Aber dann kam Mr. Dark, der eigentlich nur ein schwebendes Cape mit Augen und ziemlich eckigen Schuhen ist. Und klaut diese riesen Bowlingkugel. Ach ja, und die Welt ist jetzt nicht mehr im Gleichgewicht oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls ist Rayman aus irgendeinem Grund der Einzige, der ihn noch aufhalten kann. Ich weiß nicht mal warum. Es wird auch nicht wirklich erklärt. Wisst ihr, je weniger ich über die Story nachdenke, desto besser ist es. Die Story ist wirklich nur da, um dem Abenteuer einen Sinn zu geben. Außer der Endcutscene kommt wirklich nichts anderes Story-Relevantes vor. Die Entwickler wollten bestimmt mit dem Gameplay punkten. Ob sie das geschafft haben, weiß ich aber nicht so wirklich. So, aber genug gefasst. Lege mir die CD ein und schau mir das Spiel wirklich. Meine Haare, Alter. Bin nur ich das oder hört es sich einfach viel zu episch an dafür, dass es ein fucking Ubisoft-Logo ist? Das Hauptmenü in diesem Spiel ist echt basic. Es gibt nur Passwort oder Memory Card benutzen. Von dort aus kann man auch erst ein neues Spiel starten. Es ist ziemlich komisch. So, aber fangen wir endlich mit dem Spiel an. Das Spiel ist ein 2D-Plattformer. Man geht von A nach B, besiegt Gegner und macht den normalen Shit, den man den Plattformern so macht. Und ich muss sagen, der erste Blick ist wirklich positiv. Das Spiel sieht echt hübsch aus, mit detaillierten Sprites und Hintergründen. Naja, außer das Hauptmenü, das eher wie ein Acid-Trip aussieht. Man spielt eigentlich die ganze Zeit nur Rayman. Er an sich kann am Anfang nur springen und seinen Mund ungewöhnlich weit öffnen. Warum auch immer. Ich weiß, dass man damit Gegner erschrecken kann, aber es ist total nutzlos und wird später einfach durch eine bessere Fähigkeit ersetzt. Im Laufe des Spiels kriegt man diverse neue Fähigkeiten von Bethilla. Das ist eine Fee, die Rayman durch sein komplettes Abenteuer begleitet. Zu den besagten Fähigkeiten gehören Schlagen, was mich übelst verwirrt hat, weil man da die ersten 3 Level nicht schlagen kann und man über Gegner einfach ausweichen muss. Rennen, das erklärt sich eigentlich von selber. Die Fähigkeit, bestimmte Ringe zu schlagen, um sich dran festzuhalten. Und eine Fähigkeit, die Rayman erlaubt, seine eigenen Haare als Helikopter zu verwenden, um damit zu gleiten. Ich tue gerade so, als wäre das das Normalste auf der ganzen Welt. Rayman steuert sich auch ziemlich gut. Es ist präzise und macht, was es soll. Obwohl man manchmal ziemlich pixelgenaue Sprünge machen muss und das kann wirklich nerven. Das Spiel hat 6 Welten, die alle auf einer Karte miteinander verbunden sind. Alle Welten haben ihr eigenes Thema, wie Musik, Kunst oder eine riesige Höhle mit laufendem Strom. Das Spiel ist echt verrückt. Die Entwickler wollten das Design der Level und die Charaktere so merkwürdig wie möglich machen. Aber es hat alles seinen eigenen Charme. Es sind so kleine Animationen, die das Spiel visuell echt gut machen. Es wurde ganz klar viel Arbeit in die Sprites gesteckt und es ist einfach geil. Die einzelnen Level in den Welten bestehen aus kleinen Stages, die man absolvieren muss, um zur nächsten Stage zu kommen. In den kompletten Leveln verstreut sind diese blauen Kristallkugeln. Diese Teile heißen Tings. Die erfüllen kaum einen Zweck, außer dass man ein Leben bekommt, wenn man 100 eingesammelt hat.
Man muss auch im Laufe der 17 Level 102 Käfige zerstören. Das ist so ziemlich die Hauptaufgabe des Spiels, neben der den Ausgang zu finden natürlich. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hey, was ist, wenn ich ein paar Käfige ignoriere, da habe ich halt keine 100%. So läuft das nicht bei Rayman. Wenn ihr den Endboss besiegen und das Ende sehen wollt, dann braucht ihr alle Käfige. Sonst kann man gar nicht erst zur letzten Welt gehen. Ich verarsche euch nicht. Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Das Spiel ist ab 6. Und keiner konnte es als Kind durchzocken, wegen den krassen Anforderungen, die das Spiel gestellt hat. Da macht es echt viel mehr Spaß, sich einen Speedrun davon anzuschauen. Ich reg mich viel zu schnell auf. Die Gegner, die man in den jeweiligen Leveln antrifft, sind echt schwer zu erklären. Es gibt laufende Saxophone, diese Grillen, die ziemlich nervig sind und einen in Sekunden umbringen können. Manchmal passiert auch sowas. Alles in Ordnung? Soll ich einen Arzt rufen? Ach, da kommt schon klar. Ob pfannenreitende Aliens? Ja, wirklich. Diese Steingolems, die einfach viel zu viel Spaß dran haben, Rayman mit Steinen zu bewerfen. Und dieses Teil, was ich nicht mehr beschreiben kann. Es ist ziemlich schwer dran vorbeizukommen und es kostet auch dauernd Standardgegner raus. Das Beste ist, das Teil kommt nur einmal vor. Ich denke, der dieses Teil entworfen hat, wollte es unbedingt im Spiel haben. Oh ja, die harte Arbeit, die da reingesteckt wurde, lässt sich sehen. Ich sollte erwähnen, dass alles in diesem Spiel Augen hat. Die Ringe, die Plattform, die Radiergummis, Kristalle, Stecknadeln, ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Sogar die Wände haben Augen. Das Spiel hat auch viele Hindernisse. Das meiste, was wirklich überall vertreten ist, sind diese blauen Kugeln, die konstant in allen Leveln spawnen. Und drauf scheißen, ob sie reinpassen oder nicht. Das ist schon lächerlich. Manchmal sind die einfach so platziert, dass sie einen direkt töten. Und das kann übelst nervig sein. Fun Fact. Alle Charaktere im Spiel und Rayman selbst haben keine Arme und Beine. Der Grund dafür ist, dass die PCs es damals nicht rendern konnten, ohne dass das Spiel direkt abstürzt. Ja, und deswegen haben wir einen arm- und beinlosen Rayman. Das Level-Design ist meistens harmlos. Betonung auf meistens. Denn es kann auch richtig random sein. Es gibt Level, die einen konstant verarschen. Es gibt Sackgassen, aus denen man nicht mehr rauskommt. Und manchmal erscheint der Levelausgang nur, wenn man auf einer bestimmten Stelle landet, um den Trigger zu aktivieren. Und die Käfige, die man zerstören muss, spawnen auch an den unmöglichsten Stellen. Aber das Beste ist, wenn Gegner oder Hindernisse einfach aus dem Nichts kommen. Und man vielleicht eine Sekunde hat, um darauf zu reagieren. Allgemein ist die Gegnerplatzierung absoluter Dreck. Es fühlt sich meistens so an, als wären die Gegner ohne nachzuhängen einfach reingeworfen worden. Und das Einzige, was einen darauf hinweisen kann, wo Gegner und Hindernisse spawnen, ist dieser Soundeffekt. Aber der wird allgemein dafür benutzt, wenn etwas spawnt. Daher hat man nie eine Ahnung, was gerade abgeht. Es könnte ein neuer Käfig oder ein Gegner gespawnt sein. Und das kann nerven. Neben den schlecht platzierten Gegnern gibt es auch Stages, die nur existieren, um einem das Leben schwer zu machen. Wie diese Stelle. Mein Gott, ich hasse diesen Part. Praktisch muss man zur unteren Schicht dieser Radiergummis kommen. Problem ist nur, dass diese Dinger wie Trampoline sind. Und Rayman direkt, ohne großartig Kontrolle drüber zu haben, hochbounced wie ein Flummi. Dabei liegt alles so beieinander, dass man keine Ahnung hat, wo man hin muss. Und wenn man nicht schnell überlegt, ist man direkt wieder oben. So viel läuft schief damit. Die Entwickler machen auch klar, dass man nicht einfach an den Radiergummis entlang springen kann. Ich glaube, durch die Wand war mir schon klar, dass man da nicht weiter kann. Also ganz ehrlich, jetzt provozieren die nur. Der Schwierigkeitsgrad verwirrt mich. Der Anfang des Spiels ist noch relativ leicht, während die Mitte der schwerste Scheiß ist. Und die letzten Level waren das einfachste im ganzen Spiel. Aber ich denke, das liegt daran, dass ich viele Level oft wiederholen musste, weil ich ziemlich oft im mittleren Teil gestorben bin. Da lernt man irgendwann, wie das Spiel funktioniert. Und manche Stages konnte ich nach einer Weile einfach durchrushen. Ich muss sagen, das fand ich persönlich ziemlich cool, aber ich musste halt 30 Mal im Stück dafür draufgehen. Ihr werdet diesen Screen ziemlich oft sehen. Fun Fact. Obwohl Rayman keinen Hals hat, kann er immer noch Sachen essen. Im Intro von Rayman Origins wird das auch gezeigt. Alter, ist das uninteressant. Der Soundtrack passt sich allen möglichen Stimmungen an. Es gibt Lieder, die atmosphärisch, fröhlich oder düster sein können. Es gibt zum Beispiel ein Lied in der Kunstwelt, das sich wie Gekritzel anhört. Ist ziemlich schwer zu erklären, hört sich einfach mal an. Ich find's richtig cool, es passt einfach in eine Welt, in der riesen Bleistifte einen umbringen wollen. Außerdem gibt es diese stark bewölkten Level, in denen es einfach nur gewittert, oder diese regnerischen Level, die diesen ziemlich lauten Wassereffekt im Hintergrund haben. Die Atmosphäre in den Leveln ist einfach wahnsinnig. Vor allem in den Autoscroll-Leveln, bei denen das Wasser steigt oder man in einer bremslichen Situation ist. Die Musik baut da die nötige Spannung auf und ich finde das einfach richtig gut. Und eine Sache, die ich noch nie in dem Spiel gesehen habe, beziehungsweise mir noch nie aufgefallen ist, ist, dass das Spiel nicht nur ein Lied pro Level abspielen lässt. Wenn ein Lied vorbei ist, loopt es nicht, sondern es fängt ein komplett neues an, was zu der Area passt. Es ist praktisch wie eine Shuffle-Playlist. Ich finde das ziemlich cool. Das Spiel hat auch Bosskämpfe und die sind wirklich gut. Jeder Boss wird ein paar Stages vor dem richtigen Kampf in irgendeiner Form vorgestellt. Entweder weckt man ihn auf und er ist übelst angepisst deswegen, oder man wird einfach quer durchs Level von dem Boss verfolgt. Ich find's ziemlich lustig, wie unbesorgt Rayman aussieht, während er von einem riesen Golem verfolgt wird. Oh, jetzt hast du Angst! Die Kämpfe an sich sind auch ziemlich gut. Die Bosse haben mehrere Phasen, ändern ihre Taktiken und können ziemlich herausfordernd sein. Ich bin ziemlich oft bei den späteren Bossen gestorben. Vor allem bei der Nudelholz-Wikinger-Lady und ihrer beschissenen Waschmaschine. Hier ist irgendwo ein Witz versteckt, ich weiß nur nicht wo. Es gibt aber auch Bosse, die ziemlich lame sind. Zum Beispiel dieser Mr. Scorps. Er wird meiner Meinung nach am besten vorgestellt, aber der Kampf an sich ist miserabel. Außerdem werden die Level, in denen er vertreten ist, falsch geschrieben.
Kristallpalast? Fun Fact: Rayman hat seinen Namen nur bekommen, weil die Entwickler mit einer damals neuen Raytracing-Software gearbeitet haben. Ziemlich unspektakulär eigentlich. Also nachdem wir jedes Level besucht, alle Käfige geöffnet und definitiv keinen Code benutzt haben, kommen wir zum letzten Level. Und zwar das Bonbon-Schloss. Hier muss man mehrere Level beenden, bevor man gegen Mr. Dark kämpfen kann. Und die Level sind ziemlich eklig. Im ersten Level ist man auf einer Pfanne und muss einen Zuckergussberg runterrutschen. Und das Level an sich ist ziemlich kurz. Aber der Rest ist pure Folter. Es gibt ein Level mit fliegenden Clowns, die einen konstant mit Bomben bewerfen oder einen Stun. Außerdem ist die Steuerung vertauscht, das heißt rechts ist links und links ist rechts, was einen total abfucken kann. Und natürlich das geile Dark Rayman Level, bei dem man von einem bösen Doppelgänger verfolgt wird und er genau das macht, was man eine Sekunde vorher gemacht hat. Es macht relativ Spaß, obwohl es immer noch schwer as fuck ist. Nachdem man die Level geschafft hat, geht es zu Mr. Dark, der sich direkt in verschmelzte Form von Bossen verwandelt, gegen die man schon gekämpft hat. Wenn man diese Dinger besiegt hat, hat man es geschafft. Und es kommt direkt die Endcutscene, in der einfach nur ein Riesenfeuerwerk stattfindet. Man sieht nicht, wie Mr. Dark besiegt wird oder wie Rayman als Held gefeiert wird. Man kriegt auch kein Danke. 5 Sekunden Feuerwerk und einer schreit, dass die Welt gerettet ist. Und für den Dreck muss man das Spiel auf 100% spielen. Warum gibt es überhaupt solche Enden? Wieso scheißt und zieht wirklich nicht einfach in die Fresse? Das wird aufs Gleiche hinauslaufen. Ich habe ziemlich gemischte Gefühle zu diesem Spiel. Zum einen ist die Grafik und der Soundtrack richtig gut. Es hat eine wirklich schöne Atmosphäre und einen gewissen Charme. Und die Bosskämpfe sind bis auf ein paar Ausnahmen ziemlich kreativ und cool umgesetzt worden. Aber zum anderen ist der Schwierigkeitsgrad übelst verwirrend, das Gegnerplacement total hirntot und die Bedingungen, die man erfüllen muss, nur um dieses halbgare Ende zu sehen, ist einfach lächerlich. Das Spiel macht viel richtig, aber wenn es mal was falsch macht, dann übertreibt es halt direkt. Und ich finde, das Spiel wird dadurch ein bisschen zurückgehalten. Wenn ihr Bock auf Rayman habt und ihr noch nie einen Teil gespielt habt, dann fangt lieber nicht mit dem Teil an. Also spielt lieber Rayman Legends oder Rayman 3. Das sind meiner Meinung nach die besten Rayman-Teile, vor allem wenn ihr Rayman vorher noch nie gespielt habt. Denn mit dem Teil sollte man nur anfangen, wenn man Controller fliegen sehen will. Geil!